Hier wollte ich ja irgendwie. Ja, doch, 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 doch. Gerade überlegt. Ich weiß noch, was ich machen wollte. Ich wollte hier so eine Art. Wie nannte sich das denn? Ich habe vergessen, wie sich das bei Star Trek nannte, bei der Enterprise. Achtern? War das Achtern, wo das Café war? Also auf jeden Fall soll hier dann auch so ein, na, Café nicht, aber so eine Lounge hin, wo dann halt Sofagarnituren stehen mit kleinen Tischen, wo dann hier so eine Glaswand ist mit Jalousien, beziehungsweise sonst halt mit einem Panzerungselement, was dann halt weggeklappt, damit man dann geschützt ist. Was wir hier hinten ja auch noch bauen müssen. Ja. Genau, dass das Cockpit halt geschützt ist, dass man das zuklappen kann, denn ich möchte es nicht drauf anlegen und sagen, naja, wenn wir da vielleicht einen direkten Treffer kriegen, was soll's, ist ja nicht so schlimm. Nein, wenn wir da einen direkten Treffer kriegen, das Glas bringt uns rein gar nichts an Panzerung. Und dann sind wir weg. Dann ist die Steuerung hinüber. Wir können, ja gut, wir könnten von irgendwo anders aus drauf zugreifen. Nein, nee, eigentlich nicht. Nein, eigentlich nicht. Höchstens vielleicht von da hinten. Hier wäre mir den Schreibtisch. Darüber könnte man versuchen, wenn man ein Fernsteuerungselement installieren, was vielleicht gar nicht so schlecht wäre, dass man das darüber dann macht. Aber müssen wir nochmal gucken. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. So. Ja, hier bin ich noch so ein bisschen am Überlegen, wie wir das denn am besten machen, dass wir das dicht kriegen. Dazu muss man sagen, bei den Tragflächen, das ist jetzt schwierig, wie ich das am besten zeige. Ich hätte mir das Grafiktablet nicht aufmachen sollen, hätte ich das kurz gezeigt. Also praktisch, ich nehme mir kurz den Zettel. Bei der Tragfläche, die, normalerweise ist die ja so. Ja, also das wäre jetzt die Tragfläche, praktisch, ich muss mal kurz, wenn ich hier G drücke, kann ich das, also das hier, ne, das hier, was wir hier sehen, ist ja die Tragfläche. Die geht noch ein bisschen nach hier und wir müssen irgendwie ja schräg werden, damit wir das dann zukriegen. Jetzt habe ich überlegt, das finde ich relativ langweilig, wenn es jetzt hier so diese Tragfläche ist, die wir da sehen, dann hätte ich gerne, dass die Tragfläche so ist. Das lässt sich jetzt schon zeigen, weil das Papier ziemlich ausgenudelt ist. Also so, ne? Ihr seht das vielleicht von der Form her. Ja, warte mal, so. Muss kurz gucken. Ja, so. So müsste das. Ich glaube, sie könnte das ganz gut sehen, ne? Ja. So. Ich muss mal gucken, genug Finger habe ich hoffentlich. Praktisch hier unten sind die Quartiere. Hier vorne ist dann die Brücke, ja? Und ich möchte gerne diesen Bereich hier, was praktisch. Das hält echt super. Technik. Also praktisch, diese, wenn hier die Quartiere sind, wo meine Hand liegt, das, was da drüber ist, das möchte ich gerne offen lassen. Ich weiß nicht, ich finde das vom Design her, zumindest laut meiner Vorstellung, finde ich das ganz in Ordnung. Es spart mir ein bisschen Material und ich kann da vielleicht ein oder andere Element dann offen lassen, dass man dann diese Fenster nicht umsonst hat. Praktisch, dass wir dann hier oben wieder zusammenkommen. Oder da zusammenkommen irgendwie. Also irgendwie so in der Richtung. Wir können mal gucken, wenn wir mit den Blöcken das versuchen zu bauen. Pff, schwierig. Bin mir noch nicht ganz sicher, welche Blöcke ich dafür verwende. Ob ich jetzt sage, okay, wir nehmen die normalen 0815 Blöcke. Wir sollten hier oben zum Beispiel anfangen. Habe ich hier normale Panzerung benutzt? Na, leichte Panzerung. Eigentlich müssten wir schwere Panzerung nehmen. Ja, eigentlich schon. Wahrscheinlich schwer. Wir bleiben erstmal bei leichter Panzerung. Machen wir erstmal leichte Panzerung. Wir können da immer noch später mal mit Panzerplatten oder irgendwas aushelfen. Das wäre jetzt eigentlich dann hier so das Wichtigste. Ne? Wir sehen das mal. Erstmal so ein bisschen in die Richtung. Dann sehen wir ja, was wir hier. Da kann man ja hier schon mal eine Verbindung setzen. Genau. Also ist ja nur der Hangar. Dass der nicht unbedingt hübsch wird, ist irgendwie, glaube ich, klar. Ne? Das wird jetzt kein Designmeisterwerk. Soll man einfach nur andocken? Und entsprechend dann halt, oh, das ist alle. Ja, können wir gucken, ich glaube, ich habe noch ein bisschen was da gehabt, was in Auftrag gegeben wurde. Aber so von der Form, genau, und dann müssen wir gucken, dass wir dann hier praktisch dann jetzt so das Ganze. Ja, hier vorne könnten wir vielleicht mit den runden Elementen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob wir so ein halbrundes Element haben, so ein, was weiß ich, so ein Viertelkreis oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher, wir müssen mal nachschauen. Haben wir denn noch irgendwas? Ich weiß gar nicht, habe ich denn überhaupt noch? Ah ja, ein bisschen. Ja, es ist, boah, ja echt fast alles verbraucht, ne? Da
wollte ich schon das Platin mit. Doch, da ist noch einiges. Ja, der schiebt das seltsamerweise immer weg. Ich verstehe das immer gar nicht. Okay, dann haben wir da noch ein bisschen was. Und dann können wir hier noch so ein paar Elemente ransetzen. Ja. Ich denke, das ist ganz okay. Hier vorne muss es auf jeden Fall von der Höhe her so bleiben. Beim Hangar, weil ich möchte vielleicht noch was an die Decke dranhängen. Ich habe überlegt, dass man vielleicht irgendeine Drohne oder irgendwas, die man dann absetzt, so ähnlich wie diesen Killerbot. Ne? Dass wir vielleicht eine andere Drohne errichten, die dann praktisch dem Buggy folgt oder sowas. Ne? Dass man dann eine Drohne hat, die automatisch hinterherfliegt, die dann so ein bisschen Luftunterstützung gibt. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Da habe ich mir schon was ausgemalt vom Design her, wie das dann ungefähr ist. Praktisch oben die Triebwerke, schwebende Plattform und unten drunter hängt dann das Geschütz, das ist halt einfach nur nach unten ballert auf alles, was dann halt irgendwie ankommt. Und die soll dann eigentlich, hätte ich mir so vorgestellt, ein bisschen oberhalb des Buggys halt rumfliegen. Das können wir einstellen, wir hatten damit ja rumexperimentiert. Oder vielleicht direkt da drüber, das würde ja auch gehen. Und dann wäre das eine Option. Aber das ist halt so ein bisschen Spielerei, das ja, werden wir natürlich alles ausprobieren, ist ja klar. Wollen ja sowas machen. Ich habe auch schon überlegt, ob man hier vielleicht so eine Notluke macht, dass man sagt, falls irgendwas sein sollte, dass wir noch einen anderen Weg haben, außer nur das Haupttor hinten. Aber das wäre, glaube ich, zu viel. Dann hast du überall hier für Plan B dafür, dann Plan C noch für das. Und das ist dann, glaube ich, ein bisschen too much. Und dann verliert man sich in episch vielen Details. Ja gut, letztendlich macht das Ganze ja auch aus. Ja, so ein bisschen schon. So. Genau. Ja, das muss auf jeden Fall ja dicht sein. Ich mache auch erstmal überall nur die Gitterkonstruktionen, dass wir dann praktisch sehen, okay, jetzt haben wir hier das und so könnte das aussehen. Und dann, wenn alles mir soweit gefällt, dann werde ich das letztendlich schweißen. Es sei denn natürlich, ich komme da nicht mehr ran, ne, wenn ich dann weiter bastle. Zum Beispiel bei den Energiezellen ist es ja so, dass ich da die Quartiere also teilweise manche Quartiere jetzt nicht fertig machen kann, wie zum Beispiel das vom Captain. Das geht, kann ich nicht fertig basteln, weil da muss ich erst die Batterien da drunter machen, weil sonst komme ich an die nicht mehr ran. Das wird jetzt ein bisschen problematisch, ja. Deshalb, aber ist auch nicht so dramatisch. Wir haben genug mit den anderen Quartieren zu tun, beziehungsweise zwei Quartiere reichen ja erstmal für die Anfangsbesatzung. Da kann man sich ja schon mal so ein bisschen austoben. Man hat ja alles, ne? Man hat sein eigenes Klo, man hat seine Dusche, sogar gut getarnt und ja gut, der eine hat ein Fenster, der andere nicht. Ja, es gibt Schlimmeres, glaube ich. Wir haben auch noch keine Lösung gefunden, wo wir die Triebwerke hinsetzen. Alles nur zentral hier hinten würde gehen. Wir haben hier eigentlich genügend Platz, dass wir sagen können, okay, wir setzen das praktisch hier hin. Könnte nämlich rein, also von der Theorie her, von der Form, wie ich das vorhatte, könnte man sagen, okay, wir machen das praktisch von hier unten an. Eine glatte Ebene nach hier, ein bisschen weiter ausladend. Dann hier praktisch fängt es schon an, hier so schräg hoch zu gehen. Und hier in diesem Knickbereich hier unten, also praktisch hier und hier, ne? Also hier ist ja der Hangar, aber hier hätten wir dann Platz. Da sind dann die ganzen Hydrogentanks, da werden wir schon einige für brauchen. Und dann entsprechend die Triebwerke untergebracht. Wobei ich bei den Triebwerken mir noch nicht ganz sicher bin. Also wir müssen mal gucken, wir haben ja diese Triebwerke von Azimus. Die würde ich eigentlich sehr gerne verwenden, denn die Dinger haben einfach den meisten Schub. Jetzt ist die Sache, wir brauchen große. Boah, wirklich große Triebwerke. Oxygen. Was haben wir denn hier? Hier unten sind, glaube ich, hier ist irgendwo, hier ist dieser Hydrogen-Tank, das ist der kleine. Ja, der ist auch wirklich nur für ein kleines Schiff halt, ne? Flat Large. Achso, ja, ist aber alles immer für kleine Schiffe, verstehe ich gar nicht. Ist das nicht für ein großes Schiff? Echt nicht? Kleines Schiff ist nicht verfügbar. Ja, ist wirklich nur
mein kleines Schiff. Das ist ja doof. Da gibt es ja nicht auch noch... Das gibt doch garantiert doch Hydrogen... Thruster für... von Asimus fürs Normale, oder? Gehen wir mal ein. Hydro. Hydrogen Tank von Asimus. Der ist auch hier für das... Große. Hydrogen Thruster, das sind die normalen. Hier hätten wir noch die industriellen. Aber das... Alles nur fürs kleine Schiff. Das ist echt doof. Also, ich will mal ganz kurz angucken, wie der aussieht. Vielleicht nehmen wir den mit. Das ist ja der normale Hydrogen. Na, das ist der. Das ist der normale, genau. Oder? Na, ich glaube, das ist der ganz normale. Und das ist der aus dieser Industriemod. So, gucken wir mal. Gibt es den auch nur fürs kleine Schiff? Dann drehe ich durch. Gibt es auch nur fürs kleine Schiff? Okay. Also haben wir im Endeffekt eigentlich nur diesen ganz, ganz großen und den kleinen, das kleinere. Und das hier ist dann... Ah, das sieht natürlich cool aus, ne? Der Tank. Natürlich ordentlich Anschlüsse. Das ist ziemlich gut gemacht. Ich hätte eigentlich... Das ist ein Atmospheric Thruster. XL. Eigentlich wollte ich gerne andere Hydrogen Thruster haben. Das war eigentlich... Ich dachte, die wären da mit drin, aber... Weil zum Beispiel jetzt hier für das normale im Weltall, da haben wir ja hier zum Beispiel sowas. Ja, einfach nur mal so als Beispiel. Da hätten wir dann das hier. Wenn es dann funktioniert. Genau, das wäre dann der. Den haben wir ja auch praktisch in einer kleinen Variante bei diesem einen Schiff dran. Dieses mit den Modulen. Gut, der passt jetzt hier nicht so ganz, finde ich. Dann müsste man eher das nehmen, das kann man auch ganz gut verbauen. Wir sehen, das ist halt klein. Das ist halt dieser große. Heute das, was wir auch da vorne haben, ne? Ja. Wobei es gibt ja noch hier Big Thruster, genau. Das andere ist halt nur der schräge. Sehen wir es, ne? Das sieht dann so aus. Da hat oben noch diese Lüftungsschlitz drauf. Sieht auch nicht schlecht aus. Muss man überlegen. Vielleicht dann halt in diese Schräge mit rein von den Tragflächen, dass man halt nach links und rechts diesen Flug hat, weil da werden wir genügend brauchen, also sogar mehr als für vor- und rückwärts, damit das Ding manövrierfähig genug bleibt. So, und hier, das wäre dann der ganz große. Kann ich den hier irgendwie dran bauen? Ah, schade, jetzt sieht man ihn nicht richtig. Aber wenn ich den so sehe, gefällt er mir schon ganz gut. Ich denke, den könnte man vielleicht einsetzen. Ja, vielleicht. Die könnte man vielleicht irgendwo so oben drauf oder so in den Tragflächen mit einbauen. Letztendlich ist das Wichtigste eigentlich Hydrogen. Dass wir mit Hydrogen fliegen, beziehungsweise fürs Landen. Vielleicht auch nochmal nach einer Mod gucken. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich muss mir nochmal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Eigentlich... Na, sonst nehmen wir halt die normalen, das ist auch okay, ne? Nehmen wir halt dies, das funktioniert. Ja, wie sagen, bleiben wir bei den normalen Hydrogen-Thrustern. Aber ganz gut, dass die anderen für das kleine Schiff sind. Das heißt, ich kann vielleicht wirklich dann noch ein kleineres Schiff basteln. Mit Schnieken-Hydrogen-Antrieben. Ja. Naja, schauen wir mal. Ich würde sagen, machen wir erstmal einen Cut und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dahin. Euer Mr. Zauber.